Hi Leute, warum du nicht blind in der Ernährungsumstellung und in die Reinigung des Körpers reinstarten solltest, erfährst du gleich nach dem Intro. Okay, und zwar ist mir immer wieder aufgefallen, auf dem Weg, jetzt in den letzten Jahren, wo ich selber meine Ernährung umgestellt habe, begonnen vor 14 Jahren, wo ich auf vegetarisch umgestellt habe, dann auf eine komplett pflanzliche Ernährung und einfach gemerkt habe, was das mit meinem Körpergefühl gemacht hat, was das mit meinem Bewusstsein gemacht hat, was das mit meinem, ja, Verstand gemacht hat, was das mit der Klarheit gemacht hat, die ich dadurch bekommen habe. Und dabei ist mir doch immer wieder aufgefallen, ein Fehler, den ich auch in den ersten ein, zwei Jahren, besonders auch wo ich mit einer Rohkosternährung begonnen hatte, gemacht habe. Und es ist, dass ich viel zu schnell reingestartet bin. Und ich war mir noch gar nicht dem Ausmaß bewusst, wie tiefgreifend es ist. Und vielleicht kennst du das von dir selber. Es gibt mehrere Punkte dabei zu beachten und die drei wichtigsten Punkte eigentlich, woran du merkst, dass du definitiv nochmal deinen Plan ändern solltest und nicht blind in so eine Ernährungsumstellung reinstarten solltest, ist, ja, wenn die Zähne schlechter werden, wenn das Gewicht runtergeht oder wenn einfach dann nach einer Zeit auch Zweifel auftauchen. Da kommen dann natürlich Zweifel, wenn zum Beispiel über einen längeren Zeitraum auch dann einfach schlechte Stimmung ist bei einer Ernährungsumstellung. Wenn du merkst, ja, du fühlst dich nicht mehr so wohl, deine Emotionen spielen irgendwie verrückt, du hast zwischendrin Ängste, Zweifel. Und das aber auch über einen längeren Zeitraum, was wie so, ja, wie depressive Phase teilweise sein kann. Und man weiß dann gar nicht so recht, warum. Und mir ging es zum Beispiel am Anfang so, dass ich mich eigentlich recht gut gefühlt habe, aber nach einer Zeit ging einmal das Gewicht recht stark runter und gleichzeitig wurden auch, ja, das ist aber dann wirklich über 1 bis 2 Jahre passiert, habe ich gemerkt, dass die Zähne so ein bisschen schlechter werden, eigentlich immer perfekte Zähne gehabt. Und jetzt sind sie auch wieder sehr schön. Aber anfangs habe ich dann gemerkt, nach, ja, wie gesagt, ein, zwei Jahren, das kommt nicht so rapide, beziehungsweise es kann auch relativ schnell kommen. Es kommt jetzt nicht von einem auf den nächsten Tag, aber es kommt wirklich dann über Tage, Wochen und über Monate steigert sich das dann. Und je nach Vorbelastung ist es auch sehr relevant. Ja, es ist unglaublich relevant. Also es sind jetzt nur so drei Symptome, woran du das erkennen kannst, dass da eventuell nochmal einiges überdacht werden sollte. Und diese Unsicherheit kommt dann eben auch, weil man sich denkt, okay, jetzt ernähre ich mich eigentlich gesünder, ich ernähre mich natürlicher, wie es draußen vorkommt, ich ernähre mich artgerechter und trotzdem, jetzt auf Dauer, tauchen wieder diese Symptome auf. Du weißt nicht, ob es so recht richtig ist. Es kommt wieder diese Unsicherheit, es kommen Zweifel, ist das richtig, warum, warum passiert das, wenn das doch eben so natürlich eigentlich ist, so wie es auch draußen vorkommen würde, eine Ernährung, wenn man so rumläuft. Und der wichtigste Punkt jetzt, um auf den Schlüssel zu kommen, warum du nicht blind hineinstarten solltest, damit sowas eben auch nicht passiert, ist wirklich, weil der Umfang, wie tiefgreifend dieser ganze Prozess ist, wenn du die Ernährung umstellst, wenn du langsam lernst, deine Emotionen zu verarbeiten, Körperübungen integrierst, Atemübungen, Meditation und so weiter. Es ist eben einfach ein ganzheitlicher Prozess. Es ist keine Ebene dabei zu vernachlässigen. Es ist nicht so, dass du nur die Ernährung umstellst und dann richtet sich alles. So läuft es leider nicht. Man muss dabei auch lernen, ja, die ganzen anderen Stellschrauben zu beachten. Und die Tiefe dieses Prozesses und die Individualität von diesem ganzen Prozess ist nicht zu vernachlässigen. Es ist
unglaublich individuell, je nach deiner Vorgeschichte, was für Medikamente du genommen hast, was für Operationen du hattest, Blinddarm, Polypen, Mandeln und so weiter, ja, was für Vorbelastung du an den Zähnen hattest, irgendwelche Füllungen, besonders Amalgamfüllungen, dann, was haben wir noch? Lebensumstände, wie hast du gearbeitet, wo hast du gearbeitet, was hast du gemacht in deinem Leben, hast du dich viel bewegt? Jeder Aspekt spielt damit rein, die innere Haltung, die innere Anspannung, weil du kannst zum Beispiel eine Viertelstunde auf dem Zahnarztstuhl hocken, bist unter innerer Anspannung, bist völlig durchgeschwitzt nach einer Viertelstunde und hast nichts gemacht. Gleichzeitig kannst du dich in völliger Entspannung bewegen, wie es Kinder häufig noch machen. Du kannst dich völlig entspannt bewegen. Und das ist ein Riesenpunkt. Und da gilt es dann wirklich auch individuell zu schauen. Weil gerade auch im Mundraum kommt, wenn du den Körper reinigst und entgiftest, unglaublich viel Sachen raus. Unglaublich viel Säuren, unglaublich viel eingelagertes totes Material, und die werden wieder auch über den Mundraum eben besonders ausgeschieden. Man hat sich sein Leben lang da auch irgendwas draufgeschmiert, was vermutlich auch nicht so toll war, wenn man sich die konventionellen Zahncremes anschaut. Und dementsprechend leiden die Zähne darunter sehr. Und mit dem Gewicht ist es genauso. Wenn du nicht weißt, was du da genau machst, dann kommt der Körper in ein Ungleichgewicht. Das Gewicht kann dann sehr stark runtergehen eine Zeit lang, und das kann man vermeiden, beziehungsweise das kann man wirklich angenehm umgehen, wenn man genau weiß, was man macht. Und die Tiefe, wie schnell man umstellen kann, ist ja so individuell, wie es gar nicht sein könnte. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Das ist davon abhängig, wie dein Umfeld ausschaut. Ja, wirklich, wie du lebst. Das heißt, lebst du auf dem Land? Hast du immer frische Luft? Lebst du in der Wohnung? Gehst du tagsüber in ein Büro? Also diese Umgebung ist ein Riesenfaktor. Dann, ja, wie gesagt, diese ganzen Punkte, die ich vorher schon genannt habe, mit Medikamenten und so weiter. Also es spielen alle Faktoren da, wie gesagt, mit rein. Und je nachdem, wie das ausschaut, wie alt du bist, was für ein Energiepotenzial dein Körper da noch hat, um das Ganze auszuschalten, aktuell auch, und in was für einer Phase du dich auch aktuell gerade befindest, wie ist deine innere Haltung aktuell, das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen. Und das verändert sich auch ständig wieder, sei es durch einen Umzug oder sei es auch durch eine Veränderungen in deiner Einstellung, in deiner inneren Haltung. Und dementsprechend ist es so, wenn du blind drauf losstartest, und es ist so schade zu sehen, ich habe diesen Fehler selber gemacht. Und das kann man sich einfach sparen. Und es ist wirklich schade zu sehen, auch jetzt, wenn ich ja viele Leute, die ich dabei beobachtet habe, wenn ich dann sehe und die nach einem Jahr wieder spreche, und es ist immer wieder dann so ein Hin- und Herschwanken häufig, dann sind wieder Zweifel da. Weißt du, warum? Ja, wie kann das mit den Zähnen sein? Fragen sie dann. Oder wie ist dieses oder jenes? Und dabei ist wirklich diese Dauerhaftigkeit und diese Individualität so stark zu beachten. Und die Tiefe von dem ganzen Prozess kann man am Anfang gar nicht greifen. Ich wusste am Anfang wirklich nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Am Ende sieht man erst im Verlauf, wenn man den Weg geht, mal das erste Mal fastet, intermittierendes Fasten einbaut, ein bisschen gesünder einfach sich ernährt, mehr pflanzliche Lebensmittel einbaut, weniger denaturierte Sachen, die E-Nummern mal weglässt. In dem Verlauf sieht man eigentlich erstmal auch, wie das Ausmaß ist. Weil am Anfang ist es wirklich wie so ein Western-Saloon, eine Riesenfassade. Und dahinter weiß man gar nicht, was da für ein Müllberg eventuell lagert. Und erst wenn man mal beginnt, wirklich das Ganze rauszulassen, dem Körper die Zeit, die Möglichkeit dazu gibt, dann merkt man, was da kommt.
Und das ist auch ein ganz guter Spiegel. Und dann kann man auch sehen, wie man weiterarbeiten kann, wie die nächsten Schritte ausschauen könnten. Und erst wenn man diese Tiefe begriffen hat und erst wenn man eine Klarheit darüber hat, kann man auch wirklich sinnvolle Schritte machen. Aber dazu muss man halt auch das Hintergrundwissen haben. Zum Beispiel erstmal die Schriften von Arnold Arendt lesen. Das ist ein sehr guter erster Schritt. Aber dann nicht gleich losstarten, weil die Schriften, die sind 1911 geschrieben und da hatten die Körper einen ganz anderen Zustand. Das kann man nicht vergleichen mit dem heutigen Zustand, wie es bei einem Zivilisationsmensch heutzutage bei uns ist. Das kann man nicht vergleichen. Man weiß gar nicht, was möglich ist für einen Gesundheitszustand. Ja, wie die Wundheilung zum Beispiel sein kann. Daran siehst du zum Beispiel auch ganz gut, wie fortgeschritten der Gesundheitsstand von deinem Körper ist. Normalerweise in einem Körper, der gesund ist, der im Gleichgewicht ist, wo diese ganzen alten starken Giftstoffe, je nachdem, wie du es nennen möchtest, im Grunde ist es Ungleichgewicht. Es sind ein paar Fremdstoffe, die nicht in den Körper reingehören und die werden wieder ausgeschieden. Und wenn dein Körper wieder in einem richtigen Zustand, in einem richtigen Milieu ist, dann entstehen auch keine entzündlichen Prozesse. Das habe ich nicht mehr. Diese Entzündungen entstehen nur, wo Einlagerungen im Körper sind. Und du wirst merken, wenn du eine Wunde hast, wenn ich mich schneide, da eitert nichts. Nichts. Und das musst du wirklich am eigenen Leib erleben. Da eitert gar nichts. Das passiert nicht mehr. Du kannst das auch in den Schriften von Arendt nachlesen, aber es bleibt immer nur eine Story, die dir jemand erzählt, wenn du das jetzt nachliest. Weil am Ende bringt es nichts, irgendwas blind zu glauben, sondern man muss sich auf den Weg begeben und dann wirst du erfahren, wie es sich anfühlen kann, so ein Körpergefühl zu haben. So eine Wundheilung, die Regenerationszeit beim Sport, die Leistungsfähigkeit geht immens nach oben. Jetzt gibt es auch einen neuen Film, neuerdings ja. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch schon entdeckt hat. Game Changers heißt er, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne des Titels, müsste Game Changers sein. Und dort wird wirklich von Leistungssportlern beschrieben, die jetzt alle eben auf eine pflanzliche, vollwertige Ernährung, auf ja, eine Vitalkost umsteigen. Und wirklich die Spitzensportler. In dem Film wird auch eben dokumentiert, wie das Blut sich dann verhält. Schaut euch den zum Beispiel mal an. Und es ist wirklich unglaublich zu sehen. Und wenn man mal wieder merkt, was da eigentlich für einen Gesundheitszustand möglich ist. Und häufig hat man es einfach nur verdrängt. Mir war das auch nicht bewusst, was da eigentlich möglich ist. Mir ist es erst aufgefallen, ja, wo ich auf eine pflanzliche Ernährung umgestellt habe, einfach nur aus ethischen Gründen. Dann ist es mir nebenbei aufgefallen, dass meine Regenerationszeit damals beim Fußballspielen einfach komplett zurückging. Ich war nach einem Tag viel mehr erholt. Muskelkater kommt so gut wie nicht mehr vor. Man kann viel höher, viel weiter, viel mehr machen. Bist so viel fitter, wacher, klarer und voll da. Und die Gedanken sind scharf, dieser Nebel im Kopf verschwindet, diese Unklarheit, dieses schwammige Gefühl im Kopf, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen kenne ich nicht mehr, das hatte ich seit Jahren nicht mehr und ich hatte es auch in meiner Schulzeit. Das sind wirklich solche Kleinigkeiten, man vergisst es dann häufig wieder. Und diese Kleinigkeiten haben sich eben auch über Jahre häufig sehr schleichend ins Leben. Ja. Befördert. Das war wie mit diesem Klassenzimmereffekt. Die Luft wird schleichend schlechter und in der sechsten Stunde kommt der Lehrer rein und macht das Fenster auf, sagt, was ist denn hier für eine Luft? Und du denkst dir, okay, krass, gar nicht gemerkt, in was für einen, ja, in was für ein Milieu man sich begeben hat, wie wenig Sauerstoff eigentlich noch im Raum war. Und das wird einem erstmal klar, wenn man damit startet. Aber nicht einfach blind reinstarten, weil es so individuell ist, diese drei Faktoren, die ich eben angesprochen habe. Das sind zum Beispiel gute Indikatoren. Oder wenn du einfach merkst, dass sich irgendwas nicht gut und richtig dabei anfühlt, dann ist es eben auch wichtig, danach zu fragen. Und
gerade wegen diesen individuellen Punkten, die ich angesprochen hatte, mit dem Alter, mit den Lebensumständen und einfach der fehlenden Erfahrung, ist es so wichtig, sich da auch Hilfe zu holen von jemandem, der die Erfahrung hat. Und wenn du da nicht weiter weißt selber, gerade an dem Punkt zweifelst, es ist mir wirklich ein Anliegen, dass du da nicht an diesen Punkten scheiterst und einfach nur aus mangelnder Erfahrung oder Unsicherheit dann da wieder ja, tausend andere Sachen ausprobierst und dann immer wieder am Hin- und Herpendeln bist, ohne letztendlich zu einem Ergebnis, zu einer Klarheit zu kommen und ohne letztendlich wirklich voranzukommen auf deinem Weg. Also wir können da gerne mal telefonieren. Lass uns da einfach mal sprechen, wenn du da auch eben solche Knackpunkte hast, wenn du merkst, du hattest da auch solche Probleme. Unten drunter ist auch ein Link. Auf meiner Webseite, da findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch, kostenloses Strategiegespräch und da können wir wirklich einfach mal individuell schauen, wo du jetzt stehst, was deine Voraussetzungen sind und wo du hin möchtest und ja, ob wir dir letztendlich dabei auch helfen können bei diesem ganzen Prozess. Dass du dann nicht an diesen Unsicherheiten scheiterst und wirklich zu einem optimalen Gesundheitszustand kommst, dauerhaft. Dass das Strahlen zurückkommt in deine Augen, dass die Lebensfreude, die Lebensenergie und die Vitalität einfach wieder da ist. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich jedem Menschen auf der Welt. Und deshalb, ja, melde dich unbedingt bei mir, wenn du da wirklich noch diese Zweifel hast. Dass du da durchgehen kannst, dass wir schauen können, was du da machen kannst. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, start nicht blind rein. Schau wirklich, was du wie machst. Und ja, hol dir auf jeden Fall erstmal, wenn du das noch nicht gemacht hast, die Schriften von Arnold Ehret, lest dir die durch, habe ich auf meiner Webseite verlinkt. Und dann, ja. Lass uns einfach mal sprechen und ja, buch dir ein kostenloses Erstgespräch. Und ansonsten, ja, dir noch einen wunderschönen sonnigen Tag heute. Und dann genieß das Wetter, genieß deine Zeit und bis dann. Ciao.